souls were linked to each other. But your questions will have to wait. I must first show you something. Much has happened since you marched north, and there are many things that you must know. While you were fighting savages, an enemy struck at your home. An enemy you are not aware of. The Emperor falls silent and lets you watch another stream of images which depict a bloody assault on your home. You can only look on in horror as everything you hold dear is ruthlessly destroyed. Your family, your bride, even your lands, all gone. You have lost much, but you may yet save some of what you have. In this place, our powers combined can alter the very fabric of reality, and thus we can change what is about to happen. But your life is fading away, and we cannot risk you dying. We can only make one change, so you must choose. Okay, dann save the trading post, save the village. Boah, jetzt müssen wir uns scheinbar für eins entscheiden. Entweder für das Dorf oder für die Post. Irgendeinen Posten hier. Trading Post, einen Handelsposten oder das Dorf. Ich würde sagen, wir schützen das Dorf. Oder machen wir das doch so? Wir nehmen um das. Very good. You have now faced the past and the present, but you have not yet faced the future, and you must see it to know what you must do. Kennt sich schon mit der Zukunft aus, ne? All your suffering, all the devastation you've seen, is just a prelude to something much worse. I thought it was inevitable. Until your arrival provided us with a chance. But it all hinges on you now. This is what will happen if you die. This is what will be if you don't walk the path that destiny has chosen for you. Our people have grown decadent and weak. Divided and leaderless, they cannot withstand what is to come. The members of your murdered family will have been the lucky ones. There is a reason you found me, Septimus, and together we shall face a monumental task. With the power of my wreath, you shall return from the dead and chisel the world around you until it has a future again. You must rebuild the legions and unite the squabbling families. You must restore the glory of Rome so it can stand firm against the tide of the coming darkness. While the rest of the world burns, a new Rome shall stand. Okay. But first, you must reclaim what you have lost. You shall return home, bury your dead, rebuild, and gather your strength. Your people and your soldiers await you. There is much to be done before the name Septimus Sulla is known by all. Okay, wissen wir Bescheid. Also wir müssen erstmal neue Legionen aufstellen. Scheinbar. Hat er jetzt zumindest zuletzt gesagt. Puh, das war ein langer Prolog. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe höchstens 50% von allem verstanden. On your way home, you meet an army of Roman soldiers, headed towards the heart of the Sulla estate. The leaders are retired Sulla veterans, whom your father charged with taking some of the family treasures to safety when the rebellion started. After the Senate proved too slow to respond to the crisis, they took the initiative and used the funds to raise troops. They are overjoyed to see you alive and insist that you lead them against the rebels personally. Okay.
Okay, wir müssen eine Armee aus römischen Soldaten scheinbar aufstellen. Die stellen das Herzstück von Sulla. Ich vermute mal, dass das unser Startterritorium ist, dieses Sulla. So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal mit der Desktop-Oberfläche vertraut machen. Das könnte natürlich ein bisschen problematisch werden. Wie gesagt, das ist alles auf Englisch, komplett. Ich würde nachher mal gucken bei Steam, ob es da schon irgendwas Neues gibt, dass man das auf Deutsch einstellen kann. So, was haben wir denn hier? Linksklick to view, um die Objekte anzuschauen. Machen wir das doch mal. Haben wir. Okay. Legacy and Rebellion. Den ganzen Text lese ich aber jetzt nicht vor. Ich glaube, das hat er eben eh schon gelesen. Das ist der Auftrag. Wir müssen die rebellische Armee vernichten und mich selbst irgendwie in den Senat erheben, wenn ich das hier richtig verstehe. Rewards sind 2000 Gold Belohnung. Dann hier so ein komisches Amulett. Und wir bekommen ein Schreiben, dass wir die Kontrolle über die Provinz Sulla haben. Oder müssen das halt erreichen. Und ja, wir schließen das Ganze mal. Click here to learn more. Wir closen das erstmal. Ich denke mal, dass er inzwischen erstmal eine Einführung starten wird. Linksklick, um die Armee auszuwählen. Kennt man ja schon von anderen Strategiespielen her. Zum Beispiel Total War. So, Linksklick auf die Quest Location. This is a battle quest. Right click to view the path of your army. Okay. Das heißt, ich muss erstmal meine Armee auswählen und dann rechtsklick auf diesen Typ oder auf diese Festung. Wir machen mal auf das Menacing hier. Machen wir mal rechtsklick drauf. Ah, wir müssen doch die Festung anklicken. So, scheinbar können wir hier unser erstes Battle starten. Was haben wir denn hier? Wetter ist Tag. Irgendwas mit magischem Schild 41. Spezialsachen keine. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wie bei anderen strategischen Methoden und so auch. Wir können das automatisch vom PC auswürfeln lassen. Battle, selber kämpfen oder scheinbar zurückziehen. Und jo, natürlich werden wir das Battle annehmen. Wir wollen ja auch was vom Spiel sehen. Das heißt, wir werden die Schlacht selbst schlagen und würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Wir nehmen den Kampf dann mal direkt auf. Wir wollen ja auch was vom Spiel sehen. Jetzt haben wir uns die Einführung angeschaut und den Prolog angehört und dann wollen wir natürlich auch jetzt ein bisschen Action. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Mal schauen, was das Spiel bereithält. Ich bin auf jeden Fall gespannt, die Tests verliefen sehr gut, was man so gesehen hat von dem Spiel. Und ja, ich bin mal gespannt. Lass mich mal überraschen. Oh, oh, das sieht nach vielen Truppen aus. Und wie sind die alle mir haben will. Ist das für ein Stützpunkt? Oder ein Tempel oder was? Akropolis, was ist das? Sag schon! Okay. Was ist das für eine Siegessäule? Lo? Triumphbogen. Okay, die haben alle ein rotes Fähnchen. Ist die Frage, wer sind wir? Okay, er zeigt auf jeden Fall verschiedene Orte, das hat ja irgendwas zu sagen. Irgendeine Heldenstatue, kommt mir vielleicht irgendwelche Punkte. Tutorial! Welcome to your first King Arthur 2 battle! Ja, das ist doch eine schöne und nette Begrüßung.
Klicke hier für mehr. If you want to watch the now. Jo, wir machen mal close. No. Wir wollen jetzt erstmal mit der Kamerastellung vertraut machen. Also bei Worst lässt sich das Ganze wahrscheinlich, wie es aussieht, steuern. Und wie bei Total War auch schon, kann man mit der Mauszeiger an den linken oder rechten Bildschirmrand gehen und dann schwenkt er die Kamera. Mal gucken, ob das auch mit hoch und runter funktioniert. Nein. Dann geht er vor und zurück. Das heißt, wir werden uns erstmal eine Weile mit der Steuerung vertraut machen müssen. Ansonsten, man kann hoch und runter scrollen, ganz normal wie immer. Draufansicht wechseln. So, wenn ich das eben in dem Fensterchen da richtig gesehen habe, kann man Moment. Kann man wie bei Total War auch schon scheinbar erstmal seine Truppen aufstellen, bevor das Ganze hier losgeht. Dazu muss man aber erstmal einen Überblick über das Schlachtfeld haben. Das habe ich jetzt gerade aktuell im Moment nicht. Ich finde die Kameraeinstellung nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Stört mich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, hier oben dieses Ding da einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.